Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Jo, beim letzten Mal sind wir hier so ein bisschen rumgewandert, ins Honigland gewandert, also in die Honigstadt und müssen hier noch das ein oder andere Monster finden. Also, wir haben noch nicht alle von der Karte. Also, eins fehlt uns noch. Das finden wir wahrscheinlich im Herbst. Ich muss noch die Ratte vorlesen. Entschuldigung, die Flattermaus. Schelmische Nager, die ihre riesigen Ohren wie Fallschirme benutzen, um durch die Luft zu gleiten. Nachts winkeln sie sich in ihre langen Löffel ein, um sich warm zu halten. Das ist putzig. So, ich gehe jetzt extra noch nicht dahin. Ich gucke mir erst die restliche Gegend hier an. Jetzt gerade ist auch Herbst geworden. Ich versuche die Feinde hier gerade zu dodgen. Die ich schon kenne. Wenn ich trainieren will, dann mache ich das offscreen. Ich glaube, hier hätte man auch noch hochklettern können. Zumindest im Frühling. Im Sommer. Ich wechsle das die ganze Zeit. Ich sehe von der Karte hier auf jeden Fall ein Symbol. So ein Herbstsymbol. Mal gucken, was man im Herbst so hier treiben kann. Ach, im Herbst wachsen diese Kürbisse. Dreimal Anti-Magie-Pulver. Ach Leute, hier in dem Kampf ist gerade ein Raupenrüpel. Also ist der Raupenrüpel wahrscheinlich das Herbstmonster. Na gut, aber viel aushalten tun die ja nicht, ne? Und wenigstens kriege ich hier gut XP. Stalima hat Punkte. Ich denke mal, das Monster, das mir fehlt, das wäre bei dem Wetter gerade eben da gewesen. Naja, bei mir gerade eben, bei euch letzte Folge. Eventuell auch bei diesem Wetter. Wir haben gerade wieder ein Spezialwetter. So ein Nebel. Ja, guck mal. Da war gerade dieses ich versteck mich Vieh. Auf der anderen Seite sind auch noch ein paar Herbstdinger, da gehe ich mal rüber. Da, du musst es sein. Der Softeisspuk. Ich hatte Autokampf vom letzten Kampf noch aktiv. Aber glücklicherweise hat das Monster überlebt, was ich anwerben will. Na gut, dann wieder der Verzweiflungsversuch, das Ding zu schwächen. In der Zwischenzeit einfach die anderen verkloppen. Okay, es hat instant funktioniert dieses Mal. Und den Komodo habe ich schon mal ausgeschaltet. Au! Der hat einen Crit gelandet. %60 kommen. Letzte Folge hatte ich einmal 69% bei der Maus und es hat nicht funktioniert. Ich nehme dich einfach Softie. Der hat auch Armor. Okay, damit haben wir alle hiesigen Monster dann auf jeden Fall angeworben. Außer der riesigen Tante, die mich definitiv umbringt, wenn ich sie angreife. Ich könnte es versuchen, aber es wird mich umbringen. Ich musste erstmal eine halbe Ewigkeit nach rechts drücken, um den Softeisspuk in der Liste zu finden. Dieser lockere Typ wird oft von Monstern angegriffen, die auf der Suche nach einem süßen Imbiss sind. Pech gehabt.
Denn schon beim ersten Necken merken sie, dass er salziger schmeckt als geräucherte Sardinen. Oh, du bist ja denn mal der Megatroll. Ich könnte es einmal mit dem verdächtigen Fleisch versuchen, das Monster anzuwärmen, aber ich sag euch, das wird backfiren. Aber ich würde es dennoch einmal zumindest versuchen. Ha, hast mich nicht bekommen. Eine eiserne Lady. Ich probiere bei ihr mal das verdächtige Fleisch. Ich verstehe natürlich die Möglichkeit, einfach sie mit Wupp umzubringen, ne? Ach, die würdigt ihr das Fleisch keines Blickes. Aber wenigstens wird das Fleisch dadurch nicht aufgebraucht. Okay, ich habe ihre Abwehr verringert bekommen einmal. Aber sie hat ihre eigene auch gerade erhöht, ist das Problem. Okay, sie hat mein ganzes Team gewone-hittet. Ich probiere zumindest nochmal anwerben. 0%. Ich sagte doch, das wird nix. Okay, Flucht. Schnell zum Turm. Ich habe es zumindest versucht, Leute. Wenn ich schon hier bin, mache ich mal eben kurz die ein oder andere Synthese. Okay, die Naschkatze und mein einer Froggo hier ergeben dieses wunderschöne Monster. Den gemeinen Gimpel. Wilmacher, Shitfan und Schwächer. Recht so. Die Zecknicke, Saugrome und Broti ergeben den Piekser. Pikor. Sogar mit zwei eher. Oh, ne, die Flattermaus und der Rabe geben den Hornflügler. Der gelb umrandet ist, beziehungsweise golden. Okay, zweimal Techniken. Horn leer. Nö. Ansonsten hier nichts vom Wert. So, jetzt muss ich mir die Einträge, die ich gerade gemacht habe, noch angucken. So, einmal von unseren gemeiner Gimpel. Diese prallen Papageien sind am leckersten, wenn sie im Ofen gebacken werden. Besonders nachdem sie sich Winterspeck angefressen haben. Hier wird einfach nur seine Kochmethode einfach angezeigt. Der Hornflügler. Diese vogelähnlichen Monster jagen gerne alleine und stürzen sich von oben auf ihre Beute. Sie waren wohl einst flugunfähig, aber ihr inniger Wunsch, dem mächtigen Falken nachzueifern, führten dazu, dass ihnen tatsächlich Flügel wuchsen. Ja, die beliebten. Und der Piekser. Diese Feen sind von kleiner Statur, aber von großer Standhaftigkeit. Sie lieben nichts mehr als eine zünftige Schlägerei und lassen alles stehen und liegen, um sich ins Getümmel zu stürzen. Ja, das waren die Einträge. So, hier drüben waren noch ein paar Kürbisse, auf die ich klettern durfte. Hier ist aber nix. Und im Winter ist wahrscheinlich einfach nur der Fluss zugefroren. Ja gut, da habt ihr aber gerade eben noch mal gesehen, wieso ich mich nicht mit der Lady anlege. Also ich habe es einmal versucht und es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe davon wahrscheinlich nur so einen kleinen Ausschnitt gezeigt.
Das war echt ein hoffnungsloser Kampf. Also bevor ich nicht mindestens Rang D-Monster habe, kann ich es eigentlich komplett vergessen. Ich sag nicht, ich muss extra auf eine andere Jahreszeit warten, um darüber zu kommen. Da ist echt kein Weg. Okay, ich muss entweder auf Winter oder dem Sommer warten. Das heißt, kurz warten. Wir sehen uns gleich wieder. So, es schlägt jetzt gerade auf Winter um. Und ich hatte recht, der Fluss, der gefehlt hat, einfach nur. Und ich glaube, auf der Seite wäre jetzt nicht wirklich irgendwas, was ich davon hätte. Aber hier bei dem See tatsächlich. Da, ich dachte es mir schon, die Schneegnome sind halt die Wintermonster. Für dieses kleine bisschen Geld muss ich mich gerade kloppen. Das kommt einem auch schon wie ein Witz vor. Ist hier sonst nichts? Ich dachte nicht, ich brauche echt im Sommer, um da hochzukommen. Das ist ja mega ekelhaft. Ich komme da legit nicht hoch. Ich muss erst auf den Sommer warten. Ich komme sonst nicht da hoch. Ist doch ein schlechter Witz. Leute, ich muss erst auf den Sommer warten. Also sehen wir uns gleich wieder. You don't want to go in there. That's quick, honey. We have to do something! Fear not. The great Toilin' Trouble is here. Are you ready for snow time? A snowstorm in a flash with freezy flakes. Bet you're glad I went to the trouble of stealing it, huh? You see, you can't deny thievery has its benefits. Ja, diesmal schon. Not this again. Look, if it wasn't for this stuff, you'd be up to your eyeballs in honey right about now. I can't believe this is still such a black and white issue for you. Why are you so dead against a little light-fingeredness once in a while? Können Sie ja zumindest dafür bezahlen? Why don't we talk this out? For me, darling. That's very thoughtful of you. But you must take it back this instant. You stole this bread. A mother knows these things. Listen to me. You are a demi-human living in a world ruled by mankind. Your every move will be scrutinized far more closely than those around you. You must be a model of good behavior. Never give people an excuse to start trouble. My darling boy, we both know I will not live long enough to see you become a man. I want to know that no son of mine will ever steal. Please,
promise me that? All right. I get it. So you promised your mom you'd never steal. I guess we're not all that different. Okay. Okay. I promise to cut out the thievery. But you've got to promise to keep me in check. Deal? Wonderful. Now, we need to hurry up and find Duffa. Sorry, dass ich gerade eben übrigens nichts gesagt hatte. Ich war da noch gemutet. Was haben wir denn hier so an Monstern? Ach, nichts, dass wir nicht schon kennen würden. Okay, ich brauche hier eigentlich nichts anwerben. Sieht aus wie ein Schalter. Hier drin ist kein Wetter. Oh, ab. Das war ein unnötiger Kampf. Ich wollte nur hier hoch. Und dann hat da eine Maus gegammelt. Da hier oben ist nicht mal was. Das heißt, ich habe mich gerade umsonst geopfert. Da, schon wieder. Die Maus gammelt da einfach genau beim Weg, wo ich hochkomme. Fies. Ich hätte hier übrigens den Todkolben auch ohne Synthese bekommen. Ich habe den mir über Synthese geholt. Da hinten muss ich rüber. Im Übrigen, Entschuldigung, dass ich gerade eben gemutet war, als ich rüberlaufen wollte. Nach dem Sommer. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich noch gemutet war. Da sehe ich eine Kiste, um die ich wahrscheinlich kämpfen muss. Dreimal Laubpulver kann wahrscheinlich damit Angriff senken. Lasst mich. Hier gibt es zwei neue Monster. Dieser komische Gremlin wäre auch hier standardmäßig gewesen. Dieses Trompetenmonster da habe ich definitiv nicht. Trötödel. Nee, Trötödil, Entschuldigung. So, klappt meine Schwächung? Nein. Dann vernichte ich einfach Flattermaus und so weiter, bis ich den geschwächt habe. Leute, ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, das Ding mit Schwächung zu treffen und ich schaffe es einfach nicht. Ich gebe ihm jetzt einfach das Gammelfleisch und mache anwerben. Die anderen habe ich schon umgeniedet. 46%. Hat geklappt. Ich lasse es bei dir einfach mal bei Tröto. Der hatte viele Verwirrungstechniken. Hat er im Kampf zumindest genutzt. Aber komischerweise hier hatte nicht eine einzige. Nebenbei, während ich gewartet hatte, hatte ich was gemerkt. Ich kann auch von hier aus auf die Einträge rübergehen und nicht muss dafür nicht extra immer ins Monsterlexikon. Zumindest bei denen, die ich auf der Karte finde. Für Synthese muss ich trotzdem drauf. Also für das Trötödel. Sie spielen ihre überraschend mitreißenden Marschmelodien gerne gemeinsam mit ihren Artgenossen und bringen ungeniert den Verkehr zum Erliegen, indem sie im gemächlichen Gleichschritt durch die Straßen ziehen. Sehr nett. So, was fehlt denn hier noch? Ich würde sagen, das Ding, was da hinten rumhüpft, nee, das ist ein Tötkolben. Irgendein neues Monster fehlt uns hier halt. Ich habe jetzt einfach fliegen gedrückt. Okay, hier will ich eventuell noch nicht lang. Ich will da rein.
Unser erster Kampf gegen Gremlins. Lass ich mal drin. Für euch. Aber ich werde nur normal draufhauen. Weil wir hatten den ja schon mal. Außerdem ist jetzt nicht so, als würde der wirklich was aushalten. Dafür muss ich jetzt keine MP verschwenden. So, was haben wir hier drin denn Schönes? Eine Kiste. Ja, habe ich mir schon vorgestellt, dass sie hier ist. Ein Amulett der Klarheit. Was ist das denn jetzt schon wieder? Amulett der Klarheit. Klarer Kopf. Erhöht die Verwirrungsresistenz geringfügig. Na gut, und macht die Abwehr ein bisschen höher. Irgendwer, der Abwehrprobleme hat? Nee. Hab jetzt nachgeguckt, keiner von denen könnte das Ding gebrauchen. Ich guck mich erst hier unten um, bevor ich da oben lang latsche. Da sehe ich nämlich zum Beispiel nochmal so einen Höheneingang. So, wieder Level Up. Man macht hier gut Level, aber keine Begabungspunkte. Da ist bestimmt was drin. Ja, eine Mini-Medaille. Geilo. Und nochmal Zauberwasser. Eine MP-Ring-Ration. Ich sehe jetzt hier aber nirgendwo das Monster, das mir noch fehlt. Ja, du stehst super. Weißt du, ich setze mir das Monster noch mehr im Weg, weil ich bloß nicht dran vorbeikomme. Komme ich denn da eigentlich hoch? Ich habe gerade von unten gesehen, wie ich da hinkomme. Ich muss hier runter hüpfen. Kann ich hier die Ecke erkunden? Da wartet auch eine Kiste auf mich. Die nehme ich sehr gerne. Dreimal Desmodium-Essenz. Okay, dann jetzt dort hoch. Sind die Monster hier, die stehen so extrem gemein im Weg, ne? Dass du wirklich gezwungen bist zu kämpfen. Okay, der nächste Raum ist offenbar der Bossraum. Ich habe immer noch nicht das Monster gesehen, was mir hier fehlt. Aber wenigstens ein schönes Steinchen. Hä? Den Zwinker habe ich halt beispielsweise, den Gremlin auch. Das Toy-To-Deal habe ich gerade eben angeworben. Was ich mir vorstellen könnte, dass hier wahrscheinlich der erste Metallschleim ist. Und Metallschleime sind ultra selten. Das könnte ich mir vorstellen. Dass der irgendwo in der hinterletzten Ecke irgendwo steht. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir noch den Bosskampf. Ja, guck mal, da wartet der doch. Steht hier zufällig was rum? What are you doing in my neck of the woods? I'm Wrath, and this is my turf. We know exactly what you've done to Duffer. Let him go this instant. I don't know what lies you've been fed, but old Duffer's been a very naughty boy indeed. He went and freed the unspeakable one, and now it's rampaging round the middle echelon. Been a right old pain in the neck. Lies! You forced my hand, Wrath, and you know it!
Hat er es gerade zugegeben? Did Raph really put you up to this? Don't let this wily little trickster fool you with his pathetic sub-story. He tried to use the Bean of Being to make a mindless monster do his bidding. A pack of lies! That was you, and you know it! Pipe down, I said. You're up to your neck in trouble as it is. Hey, Raph. Wanna see something cool? Huh? Who is it? Whoa! I'm so sorry, but my finger slipped. Say, did you just drop something? Hey, is this the Bean of Being? And if it is, wouldn't that mean Duffer's telling the truth? All right, I admit it. This whole mess is my doing. You can stop breathing down my neck now. I wanted to control the creature, so I forced that numpty to free it and used the Bean of Being to harness its powers. Oh, I could have become king of Nydiria if things had gone according to plan. But then that blasted creature decided it was going to claim the throne for itself. Can you believe the brass neck on it? Well, well. A sorry end to a sordid little story. Well, I'm afraid that, just like Duffer, you know too much. I've got no choice but to wring your necks. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen im Hals umdreht. Oh, Feuer scheint gegen ihn stark zu sein. Ich könnte den Schreckensanker mal nutzen. Der macht immensen Schaden. Bestie bist du nicht. Mach mal den Klingenbrecher. Ich versuche den Angriff zu senken und hier mache ich generell die Schwächung. Hat sogar instant mal funktioniert. Aua. Der macht ordentlich Damage. Aber ich auch. Ja, der Schreckensanker hat dafür aber ziemlich viele MP gefressen. Okay, Angriff. So, Weisheit habe ich auch reduziert. Ah, zum Glück hatte ich Stärkung drauf. Sonst hätte er jetzt richtig viel Schaden angerichtet. So, du bist mal auf Gegnerschwächen eingestellt jetzt übrigens. Nämlich eigentlich dein einziger Job. Lass die einfach mal machen. Der Raffi ist auf jeden Fall ein sehr starker Kämpfer. Der Faustwirbel, der trifft übrigens viermal, aber dafür ist zufällig, wen er trifft. Besiegt!
Da fließen die Level Ups. Na, this can't be beaten by some no-neck denizens of the lower echelon. Und du wolltest auch noch König werden. It feels so good to be free. Glücklich vereint. Would you mind telling us what really happened? My family has long known the magic required to release the unspeakable one, but we are strictly forbidden to use it. The thing is, I used it once to cure my dear friend Eileen's illness. Raph discovered this and threatened to reveal it. If you didn't do what he wanted, what a horrible thing to do! Dear, oh dear. You're a real piece of work, aren't you, Raffy boy? You don't know the first thing about me. How I was defeated, an exile from the upper echelon. Oh, the shame! The shame! Ah, I get it. Making the unspeakable one do your bidding was your way of getting revenge. I needed them to know my true greatness. That I did not belong down here. Okay. I cannot thank you enough for freeing me. Please, allow me the honor of serving you. I vow to expend every cell in my body to do your bidding. And so will I. Please, let us join you. Okay. Oh, wonderful! Ich werde euch bestimmt nicht miteinander synthesieren. Bestimmt nicht. They're sure to become loyal allies. Well, you shouldn't have much trouble befriending the local monsters any longer. Now, when you're ready, let's head back to the tower. Ich habe jetzt auch keinen Portaliten bekommen, ne? Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Okay. Ich mache jetzt einfach einen Teleport mal zum Turm. Well, well. It seems you're clawing your way up, Nadiria's ladder of notoriety. Ich habe mir schon gedacht, dass was passiert, wenn ich hier hinkomme. So much so, in fact. That you've caught my boss's attention. Bravo, bravo. The truth is, I'm no talent spotter. I'm actually this esteemed individual's loyal assistant. At last we meet. Long have I sought you. I trust you are all in fine fettle. I am Armin, a trusted advisor of Randolfo the Tyrant himself. I have kept close tabs on your exploits in Nadiria, and I believe I know why you are here. Admit it, you have come to kill your father, have you not? Yo. Honesty is the best policy. Your problem is that you are too weak. To even stand a chance, you will need to harness a truly immense power. Tell me, have you heard of the secret of evolution? It so happens that an underling of mine is conducting research into it. I suggest you pay him a visit.
Till next time. Bye, bye. Ah, isn't Armin just perfect? The mere sight of him sets my whiskers all a-twitch. The researcher he spoke of has a laboratory in the lower echelon of the Circle of Conquest, not far from the Mauliseum. He goes by the name of Dr. Helix Helix. Dort war ich, glaube ich, sogar schon. Did you say Helix Helix? He's only the most famous magic researcher, like, ever. I understand that he seeks some able assistance to help him in his research. But, unfortunately, as things stand, I don't think you lot are quite up to snuff. Too bad. I suggest you prove yourselves by triumphing in the Category E tournament at the Mauliseum. Okay. This could be my big chance to meet Dr. Helix Helix. Let's head over to the Mauliseum right now. You've got a Category E tourney to win. Ja gut, ich würde aber sagen, das mache ich beim nächsten Mal. Und vor allen Dingen, wenn es die E-Kategorie werden muss, dann würde ich sogar sagen, dass ich meine Kameraden hier erstmal wirklich eventuell mindestens Level 20, 25 sogar hochtrainiere. Das heißt, erstmal langes Training. Ich könnte gucken, ob ich den Schleim noch, also Sunny eben kurz noch einmal synthetisieren kann. Und zwar sinnvoll. Da würde ich mich dann aber auch nur auf Sunny beschränken. Weil er ist ja nur Rang G. Ich könnte ihn zu einem Flederschleim machen. Ich bräuchte aber jemanden mit viel Weisheit eigentlich. Und im besten Fall auch mit einem wesentlich höheren Rang. Der Muschelschleim hat aber auch natürlich eine sehr, sehr hohe Abwehr, ne? Na gut, ich kann ihn nicht wirklich verbessern. Sollte eventuell auch mal den Healer wechseln, der vorne im Team immer kämpft. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Training machen. Wir sind gerade maximal Level 16. Damit werden wir Kategorie E wahrscheinlich nicht schaffen. Das heißt, langes Training. Viel Qual. Aber das seht ihr ja dann alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.